Scorpions. Und stets einen vierfachen Tulup in Kombination mit dem Doppeltulup. Ach, toll. Dreifach Lutz, dreifach Tulup. Paul Fentz kann's. Das liebt er natürlich, wenn er das Publikum zum Mitmachen animieren kann. Und in der Schrittfolge noch einmal zeigen kann, was er drauf hat. Fentz ist einfach ein cooler Hund und holt sich hier verdient den nächsten Titel. Er ist ein bisschen eine sicherheitsabgespeckte Variante gelaufen. Da war manches doppelt, was eigentlich dreifach gehört hätte. Aber dafür ist er ohne größere Unfälle durchgekommen. Beim dreifachen Axel ist er, glaube ich, ein bisschen auf der Seite des Schlittschuhs gelandet. Das möchte ich gerne später nochmal sehen, was da los war. Aber es gibt hier niemanden in der Halle, der irgendwelche Zweifel daran hegt, dass dies der verdiente deutsche Meister ist. Und da fliegt sogar ein Kuscheltier aufs Eis.